Eltville diese Diebe kannten sich aus. Im exklusiven Weinkeller des Hotels Kronenschlösschen wurden 500 Flaschen teurer Wein und Champagner gestohlen. Wert? 10.000 Euro. Das Hotel schreibt auf Facebook: Gestern wurden wir Opfer eines Einbruchs. Es wurden ca. 500 Flaschen gestohlen. Romane Conti, Petrus, Latour, Lafite, Mouton, Harlan, Crystal, Masetto, Krug. Die Diebe wussten genau, was sie mitnehmen, zum Teil sogar jahrgangsspezifisch. Alle Weinhändler und Kollegen sollten gewarnt und gegebenenfalls aufmerksam bei Angeboten der genannten Weingüter sein.